ihr Lieben, ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu meinem Zauberkunst-Garne-Podcast. Ja, jetzt ist es doch etwas länger schon her. Das letzte Video war ja zu Weihnachten gewesen. Ja, ein bisschen ungewollt. Es ging aber nicht anders, da wir mir meine Hexenküche umgebaut haben. Im Keller haben wir einen großen Raum, den haben wir komplett renoviert. Ja, so dass ich da jetzt für mich genügend Platz habe und auch Ruhe, um tolle neue Färbung auf die Wolle zu bringen. Das hat den ganzen Januar gebraucht, deswegen habe ich im Januar, ich glaube, nur einmal gefärbt und das war auch, glaube ich, nur der Sockenclub gewesen und kam da gar nicht zu. Der Februar war jetzt ähnlich, dass man dann, nachdem alles renoviert war, die Küche kaufen musste und das Equipment, aber die Erweiterungssachen vom Equipment, die ich dann besorgt habe. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Ein Teil der Arbeitsplatte muss noch richtig befestigt werden und ich brauche noch so eine richtige Edelstahlspüle. Das fehlt noch, aber es kommt. Und ich hatte euch ja gesagt, dass sich noch einiges ändern wird hier und verändern wird. Das heißt zum Beispiel auch, dass sobald die Färbeküche, also meine Hexenküche da unten komplett vollendet ist, werde ich in den großen Kellerraum, den ich habe, das ist ein großer Wohnraum mit Heizung und Korkparkett und allem drum und dran, das wird dann weiter ausgebaut. Das heißt, ja, jeder hat im Keller so seine Kisten, die müssen ausgemistet werden und ja, weggeräumt werden. Und mein Stand der Wolle steht da unten schon. Also die Hälfte ist schon richtig eingerichtet. Und ich habe eigentlich dann vor, nach den Sommerferien, spätestens zum Herbst hin, dass ihr mich auch gerne zu Hause hier besuchen kommen dürft, in meinen Shop stöbern könnt. Und nach mehrmaligen Fragen habe ich mich auch dazu entschlossen, dann, wenn das soweit ist, ja, Strickkurse anzubieten für diejenigen, die bei manchen Strickstücken, zum Beispiel Sockenstricken, Tücher, Brioche oder ähnlichem, Probleme haben, dass wir dann ja, vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche, je nachdem wie der Bedarf halt da ist, dass ich Strickkurse geben werde. Ja, das ist erstmal so, was ich groß vorhabe. Zudem möchte ich euch noch sagen, ich blende gleich hier oben nochmal etwas ein. Im April, am 15. und 16. April, für all diejenigen, die da hinkommen, nehme ich am Hohenloher Wollfest teil. Ich freue mich schon riesig und habe auch bereits angefangen dafür zu färben oder extra auch dafür zu färben. Ein paar Färbungen wird es dann geben am Hohenloher Wollfest, die ich vorher nicht in den Shop stelle. Alles andere, was ich euch heute zeige, werde ich allerdings nächste Woche in den Shop stellen, so dass ihr auch ja, schon mal wieder was Neues habt, Inspirationen habt und ja, stricken könnt und einfach mal stöbern dürft. Der Shop, der Online-Shop wird auch noch ein bisschen erweitert und ausgebaut. Ich werde die Fotos noch mal alle ein bisschen verändern und verschönern und mag sein, dass noch ein, zwei andere Rubriken mit dazu kommen, wenn ihr mögt. Ich verlinke alles unten in der Infobox, dann dürft ihr gerne in meinen Shop mal stöbern kommen. Ja. Erstmal zu mir, für diejenigen, die jetzt neu eingeschaltet haben und mich noch nicht kennen. Ich bin die Stefanie und die Handfärberin von Zauberkunstgarne. Ja, ich bin 41 Jahre alt und wohne mitten im Ruhrpott mit meinem Ehemann und meinen Kindern. Ja, das erstmal soweit zu mir. Ich bin total strickverrückt und liebe Wolle und färbe total gerne und kann mein Hobby und meine Leidenschaft voll und ganz ausleben durch meinen Beruf. Was möchte ich euch heute alles erzählen? Ich habe ein fertiges Projekt. Ich habe neu angeschlagenes, was ihr nicht kennt. Etwas, was ich letztes Jahr schon angefangen habe und weiter gestrickt habe jetzt. Ich habe noch ganz, ganz viel Neues vor, diese und nächste Woche
anzuschlagen. Und zwar das unter anderem, weil ich am 12. März in den Strickurlaub zum Schliersee fahre. Und ich habe mir überlegt, dass ich für die Messe in Hohenlohe noch einiges stricken möchte, um euch dann auch verschiedene Wollqualitäten verstrickt zeigen zu können. Ja, das ist so mein Plan. Und von meinem Mann habe ich noch einen Auftrag bekommen. Er hätte gerne einen Loop, einen schönen, maskulinen Männerloop. Er hat mir genau die Daten gegeben, was ihm wichtig ist. Dazu habe ich die Wolle auch schon gefärbt und das möchte ich euch erzählen. Ich werde euch noch Wolle dazu zeigen und meine Pläne einfach offenlegen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, falls euch die Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Erstmal zu dem. Und ich lege jetzt einfach mal los. So, ich freue mich erstmal wieder da zu sein. An habe ich heute mein Colding, das erste oder das einzige Finish Object heute. Zu Weihnachten war der ja noch nicht ganz fertig gewesen. Der ist riesig geworden. Ich habe den auch schon ein paar Mal getragen. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Hinten geht er runter, hier, fast bis zum Popo. Der Colding ist, ich nenne es jetzt einfach mal Stola Schal von Chris Berlin. Und ja, ich habe ihn mit meiner Lace Soft gestrickt und mit meinem Kitzel in der Farbe Sweet Pumpkin. Das, was ich jetzt sehe in der Kamera, kommt auch richtig gut rüber. Und ich liebe ihn. Ich habe ihn ganz oft schon getragen. Meist trage ich ihn einfach so, wirklich wie so eine Stola, weil mir das am Hals im Moment hier, wo wir wohnen, viel zu warm ist, wenn ich ihn dann doppelt oder dreifach umwickel. So, ich hatte euch beim letzten Mal auch gezeigt, wie weit ich war und dass da auch nicht mehr viel fehlte. Und hatte euch erzählt, dass ich von meiner Lace Soft genau 3 Stränge benutzt habe. Und das ist der Rest von meinem dritten Strang. Da ist doch noch einiges übergeblieben. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in, ich glaube, Part 2 und 5, die Anleitung habe ich jetzt leider nicht mit hier hingenommen, die habe ich verlängert. Wenn jetzt einer wirklich sehr, sehr fest strickt oder kleinere Nadeln nimmt, ich hatte eine 4,5er Nadel genommen, braucht vielleicht sogar nur 2 Stränge von der Lace Soft. Also ich habe, wie gesagt, 3 benutzt. Und wenn man den nicht verlängert, braucht man auch nur 4 Stränge vom Kitzelk. Ich musste den 5. Strang noch wickeln und anfangen, weil ja, den Faden habe ich nicht vernäht. Hier, seht ihr das? Dieses kleine Fädchen. Genau von da bis da, genau hier ging mir mein Kitzelk, mein 4. Strang aus. Und nur für dieses bisschen musste ich jetzt den 5. Strang wickeln und anstricken. Deswegen, also wer locker strickt oder auch mit 4,5er Nadel strickt, der ist ja riesig geworden. Der kommt dann auch mit nur 4 Stränge Kitzelk aus. Und eventuell, wer noch enger und kleiner strickt, mit 2 Lace Soft. Wie gesagt, ich habe 3 gebraucht. Das ist der Rest von meinem 5. Kitzelk. Ja, ich habe aber überlegt, das werde ich jetzt nicht mehr vor der Messe anfangen. Wahrscheinlich dann zum Herbst hin wieder. Ich werde mir einfach daraus eine Mütze passend zu meinem Colding stricken. Ja, das ist ein richtig schönes Lieblingsteil. Und ja, da komme ich auch gleich dazu, dass ich jetzt vor dem Strickurlaub, hier zu Hause, werde ich nämlich alles anschlagen schon, dass ich im Urlaub einfach nur noch stricken brauche. Ich werde mir jetzt einen zweiten Colding anstricken. Ich zeige euch, mit welcher Wolle, wo ich die hingelegt habe. So. Ich zeige euch oder
stell euch die Wollen vor, die ich so gefärbt habe, einfach während der Strickstücke, die ich euch zeige und das, was ich vorhabe. Und ich glaube, die restlichen zeige ich euch einfach im Anschluss. Und wer dann später die Wollen nicht mehr sehen möchte, kann ja dann einfach auch ausmachen. Und zwar habe ich vor, mein Zweitholding in der Farbe Dark Lake zu stricken. Das ist eine ganz neue Farbe, die jetzt nächste Woche erst in den Shop kommt. Das ist ein wunderschönes Petrolblau, ein dunkles. Ich werde wieder die Lace Soft dafür nehmen, weil ich wieder genauso ein schönes großes Tuch haben möchte, ein Colding. Wie gesagt, das ist die Farbe Dark Lake. Ich habe in letzter Zeit sowieso viele dunkle Farben gefärbt. Warum, weiß ich nicht, war ich einfach von der Stimmung her dazu. Und ich werde es aber diesmal nicht mit einem Kitzel zusammenhalten, sondern mit der Baby Suri. Die Baby Suri hat ja 300 Meter auf 100 Gramm und die ist super, super flauschig und weich. Und jeder, der meint, dass das Kitzel ihn piekst, der hat mit der Baby Suri gar keinen Piekeffekt. Also das ist einfach nur weich, Watte, Wolke, weich. Also so schön. Und ich habe mich dazu entschlossen, diese zwei miteinander in den Colding dann zu verstricken. Das ist auch die Farbe Dark Lake. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Baby Suri die Farben nicht so intensiv annimmt. Wem eigentlich das Pieksen dann nichts ausmacht, dem empfehle ich dann doch lieber ein Kitzel zu nehmen. Ich denke, beim nächsten Video zeige ich euch die dann, weil die Dark Lake auf der Kitzel habe ich noch nicht gefärbt. Das kommt jetzt erst ab morgen. Dann bekommt man ein richtig durchgehendes dunkles Tuch. Und durch die Babysuri jetzt wird das einfach ein bisschen heller. Da kann ich euch beim nächsten Mal was zeigen, wie es angestrickt ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Und dann kann man auf der Messe auch fühlen, wie das ist, wenn man einmal so ein Kitzel verstrickt hat. Und bis dahin auch, wie man so ein Suri-Silk, also Baby-Suri-Silk, wie sich das verstrickt anfühlt. So, das ist schon mal so ein Plan, den ich definitiv die Woche anfange. Allerdings, das ist jetzt die BFL Cash Silk. Ich zeige euch nur die Farbe. Muss ich die Lace Soft in der Farbe Dark Lake noch färben? Das zeige ich euch dann später auch noch alles. Ja, die BFL Cash Silk ist sowieso eine ganz neue Qualität. Die habe ich ja erst seit dem Dezember im Shop. Und daraus habe ich ja schon meinen Dallas-Sweater gestrickt, den ich echt gerne trage. Das ist ein richtiges Lieblingsstück geworden. Und ich muss den schon teilweise zur Seite hängen, weil ich den jeden Tag nur noch anhatte und ich dann jetzt Angst habe, dass ich den irgendwie kaputt trage, was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil die Wolle ja auch sehr, nicht robust, die ist nämlich kuschelig weich, sondern widerstandsfähig ist. Also das ist eine sehr schöne Zusammensetzung. Die BFL Cash Silk hat 70% Blueface Lester. Das ist ein wunderschönes Schaf oder eine wunderschöne Wolle, die temperaturausgleichend ist, aber dennoch im Winter schön kuschelig warm hält und die sich unheimlich schön auf der Haut tragen lässt. Dann hat sie noch 20% Seide und 10% Kaschmir. Ja, und davon werdet ihr demnächst auch noch ganz, ganz viel zu sehen bekommen. Da werden auch noch ganz andere Wollqualitäten, Farbunterschiede oder Farbpaletten geben, die ich jetzt färben möchte. Und da möchte ich eigentlich einiges drauf aufbauen, weil das ist ein butterzartes, weiches und ganz, ganz edles Garn, die BFL Cash Silk. Und ich muss ehrlich sagen, das ist einer mit meiner Lieblingsgarne geworden. Selbst das Maschenbild von dieser Wolle, die ist ein Traum. Also die ist einfach nur ein Traum, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und
Dementsprechend ist mein nächstes Projekt, was ich die Woche auch noch anschlage, auch aus der BFL Cash Silk. Das ist jetzt die Farbe Champagner. Die kennen schon einige. Die kommt auch. Also die ist im Original etwas dunkler. Und daraus stricke ich mir den Akemi von der Isabel Krämer. Eine ganz, ganz liebe Strickfreundin von mir, bei der hatte ich das Tuch auf dem Arm, in der Hand und um die Schultern. Und das war eine ähnliche Farbe wie die Champagnerfarbe hier, wie dieser Champagnerton. Und ich habe mich in das Tuch verliebt. Ich habe es gar nicht mehr hergegeben. Und hatte, solange ich bei ihr stricken war, es wirklich um. Das Tuch, ich möchte schon fast sagen, auf dem Bild, das Bild wird dem Tuch nicht gerecht. In Wirklichkeit ist es super, super edel, super schön und sehr angenehm zu tragen. Davon werdet ihr mehr sehen bald. Und ich kann mir dann auch gut vorstellen, das Tuch in diesem Petrolton zu sehen. Also den Namen habe ich noch nicht drin, Dark Lake. Oder auch, was wieder ganz neu aufgelegt wird, ist die Blush. Also, dass das Tuch in den Blush-Ton gestrickt wird. Das kann ich mir auch hervorragend gut vorstellen. Und jetzt habe ich nicht die BFL Cash Silk hier, aber der Farbton ist der gleiche. Zum Beispiel auf der Dusty Rose. Da finde ich das auch sehr, sehr schön. Man braucht für das Tuch 3 Stränge von der BFL Cash Silk. Ich zeige euch das noch einmal. Ja. So stelle ich mir das mit dem Champagnerton gut vor. Und ist ein bisschen heller in dem Blushton dann als wie auf dem Foto. Und wie gesagt, die BFL Cash Silk ist da hervorragend für geeignet und ihr bräuchtet genau 3 Stränge davon. Ich habe jetzt von der BFL Cash Silk nicht mehr alle Farben vorrätig, aber in dieser Rubrik gibt es eine Wunschfärbung. Da sind alle Farben, die ich bereits schon mal gefärbt habe und fotografiert habe, sind als Foto hinterlegt. Wenn ihr etwas davon haben wollt, was noch nicht nachgefärbt wurde, dann bestellt sie doch einfach als Wunschfärbung. Und dann weiß ich auch, welche Farben ihr haben möchtet und kann davon ein bisschen mehr färben. Ja, das ist so das zweite, was ich die Woche anschlagen werde. Neben dem Colding. Ja, und dann kam ja mein Mann, er möchte unbedingt für die Messe in Hohenlohe, wie gesagt, einen maskulinen Loop haben zum Tragen. Und er hat mir Randdaten gegeben, wie er sich die Wolle vorstellt. Zu eins musste es unbedingt die Ultrafein sein. Die Ultrafein, die hat ja nur 16 Mikron. Das ist ein 100% Schurwollgarn von Merino Schaf. Und ich verstricke sie unheimlich gerne auch in Colorwork Pullis, so wie mein Swallowtail Pullover. Da gibt es auch schon ein Video von, wo ich das genau erkläre und zeige. Und wie gesagt, er möchte die Ultrafein als Loop. Und er möchte es in hellgrau, dunkelgrau und schwarz. Und so habe ich dann die Färbung Light and Shadow entworfen und habe mich daran gewagt. Und das ist Light and Shadow geworden. Das ist ein marmoriertes Garn mit hellgrauen, dunkelgrauen Tönen und richtig schwarz. Auch dieses werde ich die Woche anschlagen. Was genau ich stricke, erzähle ich euch jetzt noch nicht. Das wird ein selbstentworfener Loop werden. Und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wenn ich was gestrickt habe, wie das dann ungefähr aussehen wird. Ich kann mir aber schon vorstellen und weiß genau, dass dieser Loop, was ich im Kopf habe und entwerfen möchte, einfarbig sogar vielleicht noch viel, viel edler rüberkommt.
Gut, mein Mann möchte gerne einen marmorierten Schal. Wie gesagt, Light and Shadow, die gibt es dann die Woche. Die stelle ich ein auf der Ultrafein. Ja, jetzt habe ich euch erstmal alles so gezeigt, was ich die Woche anschlagen möchte. Und ich glaube, jetzt fange ich mal an mit dem, was ich zurzeit stricke. Und zwar fahre ich ja zum Schliersee, zum Stricktreffen am 12. März. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch sehr kalt ist, ganz anders hier bei uns im Ruhrpott. Und dann dachte ich mir, da ich keine Mütze habe, stricke ich mir eine Mütze. Ich habe mich dafür die Rika Head von der Rosa P entschieden. Guck mal, wo das Bild ist. Genau, das ist die Anleitung von der Rika Head von der Rosa P. Und ich habe dann in meinem Shop geguckt, was ich noch da habe. Und ich habe ja im Shop einige Mützensets. Das sind so Socksets mit 100 Gramm von der Twisty Soft und einem Mini von 20 Gramm. Die sind perfekt geeignet für so einen Rika Head. Und ich mag unheimlich gerne Bommels und habe dann zu den Mützensets immer so einen kleinen Wuschelbobbel mit dazu getan. Wenn ihr mögt, da sind noch ein paar von im Shop. Könnt ihr mal stöbern gehen. Und ich habe mir dann die Färbung rausgesucht. Fleur du Coeur. Und zwar hatte ich letztes Jahr im Sommer ein Monatsset mit einer Tasche, Nadelgarage gehabt. Und da war die Färbung Fleur du Coeur mit dabei. Ich guck mal, ob mein Mann hier mal ein Bild mit einfügen kann. Und habe angefangen, die Rika Head zu stricken. So, soweit bin ich schon. Man, ja gut, ganz genau darf ich euch natürlich nicht erzählen, wie man es strickt. Allerdings fängt man unten an und dann strickt man von diesem Mini die Kontrastfarbe hier mit rein bis zu einer gewissen Höhe. Und hier ist dann der Umschlag, weil die Mütze wird dann mit als Umschlag getragen. So, hier ist der Anfang. Dann wird sie hier umgeschlagen und genau hier, da wo der Marker ist, hätte ich schon mit den Abnahmen anfangen müssen, um die Mütze zu beenden. Zeige ich mal. So. Das wollte ich aber nicht, weil auf den Fotos gesehen die Mütze ganz nah am Kopf sitzt. Und ich habe ja doch lange Haare und trage ja auch teilweise einen Zopf oder so einen Dutt, einen Knubbel, je nachdem. Und ich habe mich dazu entschlossen, wie so eine Art Beanie zu stricken. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit ich mehr stricken werde oder wie viel länger. Ich habe jetzt das Stück schon mit dazu gestrickt. Das ist mir noch zu wenig. Und ich denke mir, ja, dass ich noch mal so insgesamt 8 bis 10 cm oben dran stricken werde und dann erst die Abnahmen beginne. Den runden Anfang habe ich mit einer von meinen kleinen süßen Maschenmarkierer aus dem Shop mir gekennzeichnet. So ein kleine süße Herzchen. Die gibt es in ganz unterschiedlichen Farben zurzeit. Und ja, dann werde ich die schließen. Und passend zu der Färbung habe ich mir diesen Bobbel ausgesucht. Der ist etwas kräftiger in Wirklichkeit. Der ist so ein schönes Altrosa. Ja, und dann werde ich euch demnächst wahrscheinlich mal zumindest auf Instagram ein schönes Foto hochladen, wie ich sie dann trage und wie sie fertig gestrickt aussieht. Die Bobbels, die ich hier habe, die muss ich auch noch in den Shop einpflegen. Das habe ich noch nicht. Das sind nur so kleine 10 cm Bobbels. Und die haben hier, oh, zeige ich euch mal, die haben hier ein Gummiband. Genau da. Ja.
Und meinem Sohn habe ich ja schon so eine Mütze gestrickt und ich werde dann, oder habe das auch bei der Mütze von meinem Sohn gemacht, ich werde von innen einen kleinen Knopf annähen und werde oben durch das Loch vom Verschließen, ich werde das nicht ganz feste durchziehen, werde so ein Mini-Loch lassen und habe das dann mit einer Häkelnadel durchgezogen, das Gummi, und von innen an dem Knopf befestigt. Somit kann man dann, wenn man die Mützen wäscht, den kleinen Bobbel wieder abmachen. Ja, oder wenn man mehrere hat, weil hier ist ja auch noch ein Grün mit enthalten und dieses wunderschöne Magenta, dann könnte man auch die Bobbels in unterschiedlichen Farben mal austauschen. Ja, und diese gibt es halt auch immer mit an so einem Mützenset dabei. So, das ist jetzt zum Beispiel der Rosentraum und der ist auch wunderschön für erwachsene Frauen. Also es sind nicht nur Mützensets für Kinder dabei. Die Mütze stricke ich für mich selber ja auch. Ja, also ich mag die Anleitung. Ich bin gespannt, wie die Mütze mir stehen wird. Jetzt müssen wir noch zu den anderen Daten kommen. So, ich stricke die Mütze, damit ich kein Magic Loop stricken muss oder Nadelspiel nehmen brauche. Da bekomme ich Leitern mit meinen kleinen Mini 5 cm Stricknadeln. So, die sind von Knit Pro. Das ist das Sonderset, ich meine Indigo Wood. Das habe ich leider nicht mehr, das wird noch nachbestellt. Oder falls jemand sagt, er möchte diese haben, sagt mir doch bitte Bescheid, damit ich dann auch genug bestelle und nicht hinterher zu wenig habe. Die 5 cm gehen hier von dem schwarzen bis hier oben. Und damit stricke ich Mützen, Ärmel, kleine Bündchen. Also alles, womit man eigentlich ein Nadelspiel braucht oder womit ich Magic Loop benutzen muss. Und damit stricke ich hier, oder ich stricke selber mit diesen kleinen 5 cm Nadeln. Ich hoffe, ja, so kann man besser sehen. Und die Mütze stricke ich auf einer 3,5er Nadel. Angeschlagen habe ich die, ich glaube, mit einer 4er Nadel. Das steht aber genau in der Anleitung drin und ich habe persönlich die größte Größe genommen, da ich das nicht mag, dass Mützen so richtig eng sitzen und halt wegen meinen vielen Haaren. Ja, ich bin bis jetzt sehr begeistert und freue mich schon, denn so viel ist es ja gar nicht mehr. Ich sage jetzt mal, vielleicht so ein Stückchen stricke ich jetzt noch da dran und dann mache ich die Abnahmen und dann ist sie fertig. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, Fleur du Coeur wird irgendwann dieses Jahr auch noch als Monatsfärbung in den Shop kommen. Morgen färbe ich die Monatsfärbung für im März. Die wird die Woche dann auch eingestellt. Da kann ich euch noch nichts zu zeigen. Schaut einfach mal vorbei oder abonniert mich auf Instagram, denn da stelle ich immer alles online, was dann direkt im Shop gekommen ist. So, oder eben halt, genau, das vergesse ich immer zu sagen, auf Facebook habe ich eine Gruppe, Zauberkunstgarne, und alles, was ich auf YouTube hochlade, auf YouTube, alles, was ich auf Instagram hochlade, wird automatisch dann auch mit in der Facebook-Gruppe hochgeladen. Für diejenigen, die kein Facebook haben, können natürlich gerne in meine Für diejenigen, die kein Instagram haben, die können natürlich gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. So, jetzt habe ich da aber einen kompletten Dreher gehabt. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Das ist meine Rilke-Hat. Pack das mal eben weg. So, dann stricke ich zurzeit noch an meinem Big Love. Da bin ich immer noch zugange mit. Die kann ich euch jetzt nicht anziehen, weil der zweite Ärmel hier oben gerade erst aufgenommen wurde. Oder ich versuche das einfach mal.
Ich hoffe, ich verliere die Maschen nicht. Muss mal eben gucken. Ich versuche das mal, die anzuziehen. Ein Ärmel habe ich bereits gestrickt von der Big Love. Ich zeige euch das aber vorher. Die Big Love, hatte ich ja euch erzählt, die werde ich von innen nach außen tragen, also inside out. Ja, das ist eigentlich innen. Da ist mein Ärmel drin. Ich persönlich habe mich für ein I-Cord-Rand entschieden, hier unten am Ärmel. Und so, genau, das ist die rechte Seite. Und ich habe es wirklich geschafft, dass ich die Big Love von beiden Seiten tragen kann. Die hat ja von außen hier so ein kleines gestreiftes Muster, was runterläuft. Und mir ist es gelungen, den Ärmel so aufzunehmen, dass hier genau am Rand, das ist jetzt für mich innen, hier sieht man den Faden noch, hier, dass ich so ein Streifen, der von oben nach unten geht, hier zu sehen ist, so wie in den ganzen Big, oder in dem ganzen Muster von der Big Love. Und dann habe ich den Ärmel im Muster, so wie die Jacke gestrickt wird, auch weiter gestrickt. Allerdings dann auf der linken Seite, weil ich die ja dann auf der linken Seite auch tragen möchte. So, man muss das nur andersrum stricken. In der Anleitung ist halt die Strickschrift angegeben, so dass man mit der rechten Seite anfängt, also eine Hinreihe und eine Rückreihe. Und ich stricke jetzt als erstes immer die Rückreihe und als zweites die Hinreihe, weil ich ja auf der linken Seite jetzt stricke. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, ein Ärmel ist dran. So. Und es klappt. So. Die ist total kuschelig aus der Big Mohair aus meinem Shop gestrickt. Das ist die Farbe Flamingo Party. Ich stelle mich mal hin. So, die hat direkt den Kragen. Muss ich doch noch mal sitzen. Die hat direkt den Kragen in einem mit dran gestrickt. Ich habe einen sehr breiten Kragen gestrickt, so dass mein Nacken immer schön warm ist. So, und dann geht die hier so runter und hat hier nach vorne hin so einen schönen Fall. Und die Big Love ist so, dass die vorne, ich sag jetzt mal etwas unterm Bauchnabel vorne aufhört. Und hinten noch länger runter geht. Ich hoffe, ihr seht alles. So. So sitzt sie. So. Das sind so überschnittene Ärmel. Die gehen bis hier. Und ab hier wird dann halt der Arm weiter runter gestrickt. Den hatte ich jetzt in zwei Abenden fertig. Die ist super, super kuschelig. Jetzt habe ich hier einen Moment mich mit der Wolle verheddert. So, die ist super, super kuschelig. Und stricken tue ich die einfädig. Das ist meine Big Mohair aus dem Shop. Die hat genau 200 Meter auf 100 Gramm. Es ist also ein Decay Mohair Garn. Und damit kann man viele anderen schönen Pullis stricken. Zum Beispiel, ach, welcher war das nochmal? Jetzt komme ich da nicht drauf. Vom Petit Knit. Diesen mit dem V-Ausschnitt. Da bräuchte man dann gar nicht zweimal die Kitzel in dünn, sondern man könnte das aus
oder einfädig aus der Bigmo herstricken. Ach, wie heißt das denn nochmal? Cumulus Blues. So heißt sie. Die möchte ich auch gerne noch stricken. Ich werde die Cumulus Blues aber erstmal nicht aus der Bigmo herstricken, sondern auch aus der Baby Suri. Das zeige ich euch beim nächsten Mal dann. Da habe ich auch noch nicht alle Farben gefärbt. Aber ja, mir qualmt der Kopf. Ich habe, glaube ich, 6 Projekte, die ich neu anschlagen möchte. Zu den Projekten, die ich ja sowieso habe. Gut, die Mütze, denke ich, wird die Woche fertig. Hier brauche ich nur noch den einen Ärmel stricken. Der müsste in 2 Abenden dann auch fertig sein. Ich zeige nochmal. So, up, ein bisschen höher. So. Ach, die ist schön. Die ist richtig, richtig schön, die Big Mohair. Die wird auch noch in anderen Farben kommen. Als erstes färbe ich die in der Flamingo Party nach. Ich werde nämlich eventuell ein Problem haben und mit diesem kleinen Knoll hier nicht mehr auskommen für meine Jacke. Und ich habe nichts mehr im Shop, die ist ausverkauft. Die werde ich die Woche auf jeden Fall auch noch färben. Und wenn jemand die unbedingt in einer speziellen Farbe haben möchte, die ich ja bereits auf andere Wollqualitäten schon gezeigt habe, dann schreibt mich einfach an, dann weiß ich, worauf ich das alles noch färben muss. Ja, die Big Love wird auch nicht meine einzige sein. Diese werde ich dann nochmal in einer anderen Wolle stricken. Ich vermute mal, dass ich die Twisty Soft 6-fach nochmal nehmen werde. Und dann eine ganz, ganz dunkle Farbe, zum Beispiel Asche. Asche ist auch eine neue Färbung, die ist noch nicht im Shop. Aber noch nicht alleine im Shop. Asche ist diese Färbung. Ja, das ist so ein ganz dunkles Gräsch mit einem Hauch von Rosé, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein warmes, dunkles Gräsch. Mit dunklen Stellen, marmorierten hellen Stellen oder so wie hier auch richtige helle Stellen, halt wie so eine Asche eben ist. Das ist im Moment die Twisty Soft 4-fach und da gibt es die im Moment als Affäre. Das gab es dann zum Valentinstag im Shop mit einem Mini, mit einem rosa Mini und graue Sprenkel. Das ist das Sock Set Affäre, was ich zurzeit im Shop stehen habe. Und diese Farbe Asche gefällt mir so gut. Die werde ich auch auf der 6-fach, Twisty Soft 6-fach färben. Die hat, ich meine, 240 oder 260 Meter auf 100 Gramm. Die Stränge, die ich dann in den Shop stelle, sind allerdings 150 Gramm Stränge. Das steht auch alles mit dabei. Und die 4-fach hat ja 400 Meter auf 100 Gramm. Und für die Big Love braucht man ja ein etwas dickeres Garn. Und da werde ich dann die 6-fach, die Twisty Soft 6-fach färben in Asche. Und mir dann diese nochmal in diesem Ton hier stricken. Das fange ich aber jetzt nicht mehr vor der Messe an. Aber ich habe so viele Sachen, die ich im Moment stricken möchte und anschlagen möchte. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? So richtig viele UFOs. Ich habe UFOs. Ich habe auch uralte UFOs und ich nehme mir aufs Jahr verteilt immer wieder mal ein UFO zur Hand und beende das, ohne das unbedingt immer hier zu zeigen, weil das halt alte UFOs sind. Neue UFOs habe ich nicht so viele. Ich habe wohl den Pink Fist letztes Jahr angeschlagen und der hat ja ganz lange gelegen. So, jetzt kommen wir, jetzt werde ich ein bisschen durcheinander. So, bleiben wir noch bei der Big Love. Die ist gestrickt aus dem Big Mohair. Ich ziehe sie nochmal wieder aus und ich stricke sie auf 4er Nadeln. Hier habe ich die jetzt mit der großen Royal-Nadel aufgenommen. Ein paar von den Knit Pro Royale habe ich noch im Shop.
Diese gibt es dann auch nicht mehr, produziert die nicht mehr. Ich kann die schon gar nicht mehr ordern. Ich liebe die royalen Nadelspitzen von Knit Pro. Also wer die genauso liebt und nochmal einen Vorrat sich anlegen möchte, darf gerne schauen. Den Ärmel an sich werde ich dann weiter stricken mit den kleinen Mini-Stricknadeln, mit den 5 cm Stricknadeln. Den ersten hatte ich damit auch gestrickt. Und wie gesagt, einfädig auf einer 4er-Nadel. So, die möchte ich noch fertig haben jetzt, bevor ich in den Strickurlaub fahre. Und dann muss ich mal schauen, möchte ich eigentlich Tragefotos auch machen am Schliersee und euch die dann beim nächsten Mal zeigen. Die Big Love ist eine richtig, richtig schöne Jacke. Eine super schön gestriebene Konstruktion und auch für Anfänger geeignet. So. Schließen wir das eine ab. Jetzt kommen wir zu diesem, ja, wie habt ihr das? Ich habe gar nicht so viele UFOs mit ins Jahr rübergenommen, außer meinem Pink Fist. Den zeige ich euch jetzt gleich. Und dadurch, dass ich ja an einigen Messen dieses Jahr dran teilnehme, so wie am 15. und 16. April ja das in Hohenlohe, das, ja, da möchte ich dann doch noch einiges anschlagen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass alles fertig wird. Aber ich weiß, dass selbst wenn man nur so ein Stück schon gestrickt hat, dass man zumindest euch, den Kunden, zeigen kann, wie die unterschiedlichen Wollen auch verstrickt aussehen und das nicht nur als Probeläppchen. So kleine Maschenläppchen oder Probeläppchen sind immer ganz schön. Allerdings sagt das nicht immer aus, wie das dann auf einem großen gestrickten Pullover oder Schal aussieht. Deswegen finde ich persönlich das schöner, dass man viele große Teile oder Halbpullis, Cardigans, Schals und Tücher strickt, wo man dann die Färbungen richtig sehen kann. Denn auf so kleine Probeläppchen oder in Socken verstrickt, kommen die Färbungen ja doch oft ganz anders raus als im Großen. Ja. Ich habe auf jeden Fall viel vor und werde euch das dann zeigen, so wie ich euch jetzt meinen Pink Fist zeige. Mein UFO, was ich vom letzten Jahr mit rübergenommen habe. Schau ich mal. Das habe ich hier. Da bin ich einiges vorwärts gekommen. Mein Wunsch wäre, bis zum Strickurlaub, wenn ich fahre, ihn vom Körper her bis zu den Schultern fertig zu haben, so dass ich ihn dann im Strickurlaub oder dass ich dann im Strickurlaub nur noch die Ärmel stricken muss. So, das ist ja meine Färbung Wasabi. Die ist in Originalen heller. Ein Stück zurück. Nee, vom Licht her kommt das nicht hin. Jetzt kriege ich die gar nicht richtig gezeigt. Vielleicht hier oben. Mal auch nicht. Vielleicht vom Knäuel her. Das ist nicht immer so einfach. So, ich komme mal ganz nah ran. Ja, also sie ist im Bildschirm einfach viel, viel dunkler. Das tut mir leid. Ich gucke gerade, aber ich kriege das nicht hin. Ich sag mal so vielleicht noch einen Tacken heller, aber so um den Dreh ist der ganze Pulli. Den stricke ich aus meiner High Twist. Die ist dreifach verzwirnt. Das ist ein 100% Schurwollgarn vom Merino Schaf. Die ist schön weich und kuschelig. Und die läuft auch 400 Meter auf 100 Gramm. Und die halte ich zusammen doppelt mit meinem Kitzelk. Das sind ja 50 Gramm Stränge und die haben dann jeweils 420 Meter. So, auf Instagram habe ich ein Foto davon letztes Jahr im Frühjahr gemacht, als ich den angeschlagen habe. Da kommt die Farbe viel besser raus. So, und das ist bis jetzt, was ich vom Pink Fist habe.
Und beim letzten Mal war ich da, wo der Marker ist. Genau da. Da, wo der Maschenmarkierer sitzt, da war ich gewesen. Und dann ist jetzt das ganze Stück, habe ich da zugestrickt. Und ich habe eine Woche habe ich jetzt dran gestrickt. Die letzte Woche gar nicht mehr. Davor habe ich eine Woche immer wieder dran gestrickt und jetzt habe ich pausiert. Den werde ich jetzt wieder aufnehmen. Ich muss noch mal, ich glaube, so ein Stückchen stricken. Ungefähr. So. Und dann kann ich die Arme abteilen. Dann strickt man ja vorne separat und hinten separat weiter. Ja, die Mustersätze. Auch hier habe ich wieder die kleinen Herzchenmaschenmarkierer. Diesmal in so einem ja, Türkisblau ist das. Damit setze ich mir die Mustersätze am Anfang und am Ende ab. Ja, und ich freue mich schon wieder. Den roten trage ich ja rauf und runter. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich liebe diesen Pullover. Und wie gesagt, diesmal halt doppelfädig verstrickt. Das Bündchen habe ich aber diesmal eins rechts, eins links gestrickt. Und das wird in der Anleitung anders gestrickt. Ja. Und zwar habe ich den jetzt auf einem festen Seilsystem, auch wieder von Knit Pro. Ich zeige euch die mal eben. Ja. Und zwar die Mindful-Serie. Ui, das ist alles spiegelverkehrt, tut mir leid. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich muss mal schauen, ob ich mir eine andere Kamera hole, wo das klappt. Auf jeden Fall ist das von Knit Pro die Mindful Serie und ich stricke den auf Vierernadeln. Die habe ich jetzt ganz neu. Die werde ich die Woche auch in den Shop online stellen. Die wird es dann jetzt bei mir immer geben. Im festen Seilsystem habe ich eine Vierernadel mit einem 120er Seil. So. Und ich habe auch die englische Version. Also die Vierernadeln heißen da, mal gucken, ob ich das hinkriege, Dream. So, das ist aber fest, das ist nicht mit drehbar, das Seil. Ja, Vierernadeln mit einem 120er Seil, halt für so einen Pulli habe ich das erstmal bestellt. Und ich habe die dann im festen System nochmal 3,75er mit einem 80er Seil. Bei den festen Seilsystemen bin ich ein bisschen auf euch angewiesen. Meist stricke ich ja immer mit den auswechselbaren Systemen. Und wenn jemand gerne nur mit festen Seilsystemen stricken möchte und hätte gerne eine bestimmte Größe, mit einer bestimmten Seillänge, dann schreibt mir doch einfach unten rein, welche ihr haben möchtet. Oder schickt mir eine persönliche E-Mail, das geht natürlich auch. Ja, da werde ich mir natürlich nicht jetzt jede Nadelstärke mit jeder Seillänge anschaffen, weil ich in der Hinsicht noch gar nicht weiß, wie ihr das haben möchtet. Und das ist halt totes Kapital. Ich bin froh und möchte das auch gerne vom System her immer weiter ausbauen. Aber ich kann natürlich nicht auf einmal alles anschaffen. Und dann bin ich auf euch angewiesen. Falls ihr irgendeine Nadelstärke mit Seillänge haben möchtet, sagt mir Bescheid. Die bestelle ich euch dann natürlich. So, ich habe auch einige Größen schon von den auswechselbaren Seilen und Nadeln. Die sind auch von der Mindful Kollektion. Wie gesagt, ich habe die englische Version. Da steht ja dann auf jeder Nadelstärke etwas mit drauf. So. Und zu diesen habe ich aber nicht die Seile von Mindful oder von der Mindful Kollektion gekauft, sondern ich habe pinke oder lilane Seile gekauft. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt nennt.
muss mal gucken. Swivel Stainless Steel Cable. Das ist also, da ist ein Stahlseil wohl mit innen drin und die Seile lassen sich zu 360 Grad drehen. Das zeige ich einmal. Die türkisfarbenen habe ich nur die festen Seile bekommen, deswegen habe ich die nicht genommen und habe mich für die pinken Seilen entschieden. Mit dieser 360 Grad Drehung. Kann ich euch auch zeigen. Ich habe nämlich schon sehr viel. Mal gucken, da sind die nicht. Hier, wo habe ich die denn jetzt? Die habe ich mir schon einige selber weggenommen und in Gebrauch zum Testen. Und ich bin begeistert. Also ich habe ja mein Kolding mit den Shia Gus gestrickt. Ja, ich meine Shia Gu. Und damit war ich zufrieden. Hab mir aber immer Löcher in die Finger gestochen, weil die so extrem spitz waren. Weil das diese Red Lace, diese Red Lace Kollektion war. Und ich stricke jetzt relativ viel. Ich zeige euch auch noch gleich, woran ich da stricke. Mit dieser Mindful Kollektion. Die sind vorne auch spitz. Ich hoffe, das seht ihr. Aber die sind nicht so spitz, dass ich mir Löcher in den Finger steche. Ich bin nämlich jemand, der dann die Nadeln mit den Finger immer so ein bisschen drückt. Und ich habe regelrecht bei den Shia Gus Löcher in den Finger gehabt und konnte nicht weiter stricken, musste Pflaster drum machen und hatte echt Schmerzen. Und das habe ich mit diesen vom Mindful von Knit Pro eben nicht. Ich liebe sie. Und hier ist das lilane oder pinke, ja eher lila kommt das rüber, Seil mit dran. Und das hat so eine 360 Grad Drehung. Also ich halte das hier fest und ich kann die Stricknadel drehen und drehen und drehen und die dreht sich mit. Und dieses System ist ja schon mal schön, dass das Seil an sich nicht so komisch verdreht, so wie manche Probleme mit haben, sondern auch, dass sich die Nadeln, ich hatte das Problem noch nicht, aber ich habe es sehr oft bei Kunden gehört, dass sich die Nadeln wieder aufdrehen bei den festen Seilen und bei denen funktioniert das eben nicht, weil die Seile sich mitdrehen. Ja, genau, also diese Produkte sind dann auch bald neu, die kommen jetzt die Woche in den Shop, da könnt ihr mal stöbern, die bringe ich auch mit zur Messe, falls jemand das sieht und lieber sagt, er möchte nach Hohenlohe zur Messe kommen. Vorab bin ich auch dieses Jahr im Juli noch in Köln und ich bin Ende September und am 1. Oktober auf jeden Fall schon fest zugesagt auf dem Westerwälder Wollfest. Falls sich noch was anderes ergibt, werde ich euch darüber informieren. Zurzeit habe ich noch nichts anderes in Aussicht, weil das ja auch alles mit meinem Mann immer übereinstimmen und klappen muss und mit Ferien und so. Düsseldorf im August wurde ja leider abgesagt. Ich habe wohl gehört, dass eventuell in Düsseldorf im Juli ein Open-Air-Wollfestival geben wird. Ob ich daran teilnehme, weiß ich aber nicht. Wir hatten uns auf den August festgelegt, mein Mann hat sich da extra freigenommen. Und im Juli findet das dann diesmal, wenn es jetzt wirklich so stattfinden würde, mitten in den Ferien statt, wo mein Mann Urlaub hat. Und wenn wir natürlich in den Urlaub fahren, kann ich nicht zum Wollfestival kommen. Das finde ich sehr schade. Ich hätte es besser gefunden, man wäre im August geblieben, weil da haben wir uns ja schon extra fest und frei genommen und uns darauf vorbereitet. So, wie gesagt, mein Pink Fizz, der wird schön warm, der wird schön kuschelig. Und den kann man natürlich auch zweifädig mit dem Baby Suri stricken.
für diejenigen, die das mit diesem Kitzelk ein bisschen pieksig finden. So, das Muster ist sehr schön. Die Anleitung ist von da Andrea Mauri. Geht einfach ein paar Videos zurück. Da habe ich ihn schon mal in Rot in der Farbe Kussmund gestrickt. Und das ist ein richtiges Lieblingsteil. Allerdings muss ich hierzu sagen, ja gut, das ist eine Kaufanleitung. Die Rika Head ist allerdings auch eine Kaufanleitung. Und das Akemi-Tuch, nur dieses ist eine reine englische Anleitung. Die gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Ja. Ich hoffe, ich kriege es fertig, also den Körper fertig, sodass ich im Strickurlaub nur die Ärmel runterrocken muss. Und so Ärmel, wenn man dann wirklich den ganzen Tag Zeit hat, die gehen ja relativ schnell. Mal gucken, wo meine Tasche ist. Da. Packe ich ihn mal weg. So. Und dann stricke ich für meinen Sohn den Gentleman's Cardigan. Den habe ich schon letztes Jahr angefangen. Das ist meine Maschenprobe. Mein Läppchen. Das ist die Farbe Dark Lake. Die dann auch auf der BFL Cashel kommt und auf allen anderen. Also das ist wirklich ein wunderschönes Petrol, das kommt fest in meinen Shop rein als Färbung. So. Ja, so ungefähr. Dark Lake. Und ich hole mal die Anleitung raus. Wie gesagt, das ist der Gentleman's Cardigan. Den stricke ich halt für meinen Sohn in der kleinsten Größe. Guck mal. Ein Bild für euch. Bis jetzt ist die Anleitung für mich sehr gut und sehr verständlich. Ich habe nur ein Problem. Ich habe hier unten relativ fest angefangen zu stricken und wurde immer lockerer. Und das Ganze wird im Halbpatent gestrickt. Und wenn man das wäscht, wird das hinterher auch noch ein bisschen nachgeben. Und das ist bis jetzt der Ärmel. Bin hier oben schon bei den Abnahmen. Hier kommt jetzt noch die Armkugel dran. Und ja, ich habe den jetzt mindestens schon 6 Wochen nicht mehr angefasst, weil ich da so meine Hindernisse habe. Ich werde jetzt mal einen großen Pullover raussuchen müssen, den mein Sohn schon trägt, der zwar noch ein bisschen groß ist, aber schon gut sitzt, und werde das abmessen. Hier habe ich noch einen Ärmel angefangen. Also den großen Ärmel stricke ich auf 3,75er Nadel, so wie es in der Anleitung angegeben ist. Den empfinde ich aber als wirklich sehr groß. Ich habe das Gefühl, wenn ich den so weiter stricke, kann den mein 18-jähriger Sohn tragen und nicht mein kleiner Sohn. Aber der will das nicht. So, also habe ich das Ganze nochmal angefangen zu stricken auf 3,5er Nadel. Das ist jetzt alles auf diese 360 Grad Seile mit den Mindful Spitzen. Ich muss wirklich sagen, die lassen sich hervorragend gut stricken. Und das ist der Unterschied bis jetzt. Also von der Breite her. Das ist der erste, hier ist der zweite. Das sind ungefähr 2 Rippen rechts. Maschenzahl, alles gleich geblieben. Ich bin einfach nur mit der Nadelstärke runtergegangen. Und dann bin ich ein bisschen unsicher. Stricke ich den kleineren Ärmel weiter? Oder stricke ich den großen Ärmel weiter? Und ich hatte keine Lust, mich gehabt, bis jetzt damit auseinanderzusetzen.
Jetzt werde ich dann doch irgendwann gucken, dass ich einen Pulli von ihm ausmesse und mal schaue, welche Größe ungefähr davon hinkommt. Schlecht wäre natürlich nur, wenn beide zu groß sind. Weil das ist ja eine Erwachsenenanleitung für einen Mann, auch wenn das die kleinste Größe ist, die ich gerade stricke. Ja, das ist für mich gerade eine Herausforderung, nicht vom Stricken selber. Das ist wunderschön, es fasst sich unheimlich gut an. Stricken tue ich das mit der Rami Deluxe, die ich habe. Die hat 300 Meter auf 100 Gramm. Das ist ein Gemisch von Schurwolle, von einem Merino-Schaf. Super, super weich und edel. Und mit einer, ich meine Brennnesselfaser, also Rami, mit einer Rami-Faser. Das ist eine richtig tolle Wolle. Ja. So, die hat einen schönen Glanz. So kommt das ungefähr hin mit der Farbe. Ich halte euch die nochmal näher dran, das ist zu hell. Ja, und das ist so meine Herausforderung jetzt im Endeffekt, weil ich nicht weiß, was ich machen soll und noch keine Lust hatte, den Pulli abzumessen. Ja, seid gespannt, was ich mache, weil den würde ich sonst auch mitnehmen. Oder ich sage, ich habe so viel mit für die Messen, lege ich den erstmal beiseite. Und je nachdem, wie lange ich ihn beiseite lege, könnte er natürlich auch noch reinwachsen. Nun ja, aber der ist richtig schön. Und da werdet ihr irgendwann noch mal was von sehen. Ich habe nur keine Lust, dass es zum UFO wird. Weil der Junge immer wieder fragt, wann die Jacke denn weiter gestrickt wird. Ich zeige euch nochmal die Anleitung. So. Ja, der Gentleman's Cardigan von... Das finde ich nie. Sascha Wobido steht hier drauf. Ich weiß aber, der hat noch einen anderen Namen. Sascha, ja, aber... So, das ist eine Kaufanleitung, die habe ich von Ravelry runtergeladen. Ja, und die ist auf Deutsch. So. An sich habe ich jetzt gar nichts Gestricktes mehr für euch zum Zeigen, sondern nur noch ein paar Wollen, die in den Shop kommen oder bereits im Shop gelandet sind, die ihr noch nicht kennt. Oder vielleicht doch über Instagram. Ja, ich komme sofort wieder. Seit letztem Jahr habe ich ja die Slab Duo im Shop. Das ist diese hier. Ich glaube, erzählt habe ich euch auch schon was davon, von der Slab Duo. Das ist noch die Färbung... vom Halloween her, vom Oktober, Süßes oder Saures. Diese ist mit der Slab, mit diesem Nüppchengarn hier und mit dem Babysuri. Und daraus habe ich ein Tuch gestrickt. Die Anleitung habe ich auch schon geschrieben. Das ist das Tuch Slabby. Jetzt bin ich mal weg. So. Das ist super, super kuschelig weich. Ich werde das jetzt noch jemandem zum Stricken geben, dass die mal schauen, ob die Anleitung so hinkommt. Das trage ich unheimlich gerne, gerade so im Alltag. Und diese bunten Tücher, die passen ja zu ganz vielen uniformen Oberteilen. Das ist richtig schön weich. Es ist ein einfaches Tuch zum Stricken. Für all diejenigen, die sich nicht trauen, einfach selber mal was auszuprobieren. Und das kann man stricken mit der Slab, mit dem Babysuri, so wie hier. Oder halt mit der Slab und mit einem Kitzel. Ein paar Slab-Duos
vom letzten Jahr habe ich noch in den Shop. Und neue Varianten werden jetzt folgen. Und auf der Messe oder wer das bestellt und mir dann im Shop sagt, er hätte gern die Anleitung, bekommt die Anleitung kostenlos dazu. So, ich habe nämlich jetzt schon. So. Neue Färbungen im Shop. Und zwar habe ich einmal, jetzt muss ich mal gucken, den Morgentau auf der Kitzel. Den habe ich im Shop. Und ich habe den Morgentau auf der Lace Soft, habe ich schon im Shop. Das ist ein schönes Gelb mit Blau. Nee, das ist nicht der Morgentau. Entschuldigt bitte. Das ist der Morgentau und auf der Twisty Soft habe ich den Morgentau, welches im Shop ist, und auf der Sockenbasis. Da wird auch noch einiges von kommen, die Sockenbasis. Da habe ich viele Stränge von bestellt. Da wird jetzt auch wieder alles aufgefüllt. Das ist der Morgentau auf der Sockenbasis. Die drei sind im Shop. Und die Winterweide, letztes Jahr gab es ja ein Monatsset mit der Winterweide. Da kommt dann die Slap in den Shop. Und die Slap auf der Winterweide zum Beispiel mit dem Morgentau, das gibt es jetzt nicht als Slap Duo Set. Das kann man sich selbst kombinieren. Das passt hervorragend gut zusammen, um sich halt so ein buntes, einfaches Tuch zu stricken. Und es ist butterweich. So, die Winterweide. Und die Winterweide kommt auf der Lace Soft jetzt in den Shop die Woche. Die kann man natürlich auch mit dem Kitzel wunderbar kombinieren. Der Morgentau hat wenig Weißanteil und die Winterweide hat weniger Blau, aber dafür mehr Weißanteil. Und die Winterweide kommt auf meiner Stripes. Das ist auch ein wunderschönes Garn für Socken, Pullis, Mützen. Die ist ja in sich schon so ein bisschen, oh, mal gucken, ob ich das hinkriege, gestreift. Seht ihr das? So. Und da werden auch noch einige Farben kommen auf das Stripes. Ich finde die super schön. Ja. Das ist im Shop und kommt noch im Shop. So, jetzt muss ich mal gucken, was zum Valentinstag in den Shop gekommen ist. Und ich werde euch, oder mein Mann wird euch hier nochmal ein Bild einblenden. Ich habe vorletztes Jahr, habe ich ein wunderschönes Tuch aus dem Set gestrickt, aus der ewigen Liebe und den Kussmund. Das ist in den Shop gewandert zum Valentinstag. Das ist die ewige Liebe, die ist mit Rot und Braun, Rosé und Weiß. Und das ist der Kussmund, so wie mein roter Pink Fizz. Das ist ein wunderschönes Rot. Die ist semisolid gefärbt, changierend. Und die ist halt, ja, teils gespeckelt gefärbt. Und die sind diesmal auf der Balance im Shop gewandert. Ein wunderschönes Set, muss ich sagen. Also für Rotliebhaber ein Muss im Kleiderschrank zu ihrer Garderobe. So, ja. Genau, dann habe ich noch zwei Glitzerwollen zum Valentinstag in den Shop gestellt. Entschuldigung, eigentlich müsste ich was trinken. Ich habe es aber vergessen, mir was mitzubringen. Und zwar habe ich einmal das Liebespaar auf der Glitzer Superfein hatte ich in den Shop gestellt. So seht ihr den Glitzer. Also der ist dezent, der ist nicht aufdringlich und der kratzt auch gar nicht. Und die Wolle ist richtig weich. Ich habe schon einige Kunden, die sich daraus Pullis gestrickt haben. Wie gesagt, das Liebespaar. Und für Blauliebhaber und Lieberliebhaber der Liebeskasper. Auch auf der Glitzer super fein.
So. Ja, das war's, glaube ich. Ach so, nee, hier habe ich doch noch was, was ich euch zeigen kann. Habe ich total vergessen, beim Colding zu erwähnen. Und zwar wollte ich euch noch zeigen. Ich stelle jetzt ein, die Blush wieder auf der Lace Soft. So. Und diesmal habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr den Colding oder andere Tücher stricken wollt, einmal mit dem Kitzel das zu bestellen, wenn ihr möchtet. Oder mit der Babysuri als super, super kuscheliger, weicher Effekt. Aber ihr seht schon den Unterschied, dass auf der Kitzel die Farben intensiver und etwas brillanter herauskommen und auf der Babysuri immer so ein bisschen blasser. Das ist normal, das kriegt man auch nicht anders hin. Die Farbpulvermenge und die Farbe selber ist haargenau dieselbe. So, die Blush und es kommt die Dusty Rose, die dunkle Schwester von der Blush. Für jemanden, der es intensiver in der Farbe haben möchte. Die könnt ihr dann auch mit der Kitzel zusammen verstricken, wenn ihr möchtet. Und die kommt auch auf die Babysuri noch. Die ist noch nass, die kann ich nicht zeigen. So, das sind auch sehr, sehr schöne Varianten für den Colding oder andere große Tücher. Und die Dusty Rose habe ich auch noch auf der Glitzer Superfein. Die Farben sind natürlich etwas anders als im Originalen jetzt. Das sind die Lichtverhältnisse. Ich habe mir auch schon Lichtschirme jetzt gekauft, weil ich teilweise ja dann im Winter auch nicht aufgenommen habe, weil die Lichtverhältnisse nicht gut waren. Und da warte ich drauf, dass wenn die Lichtverhältnisse schlechter sind, ich finde, heute geht's, dann kann ich die Lichtschirme mit benutzen. So. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute ist es super, super lang geworden, sehe ich. Ich bin bei 1 Stunde und 12. So ein langes Video hatte ich ja noch nie. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt oder auch Kommentare unter das Video schreibt. Da freue ich mich sehr darüber. Ich beantworte auch gerne die Kommentare und Fragen. Ja, wünsche euch, also wir haben heute den Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ich bekomme das heute noch hochgeladen. Wenn ihr es erst ab morgen schaut, dann wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche. Auf jeden Fall hier bei uns im Ruhrpott soll es die Woche schön sein und sonnig. Ich wünsche euch alles Gute. Muss ich mal gucken hier. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterschaut und sagt dann mal bis nächstes Mal oder zum Beispiel bis auf die Wollmessen. Tschüss!